So, hallo, liebe Leute. Ich habe mir gedacht, da ich ja momentan kein richtiges Projekt habe, werde ich einfach mal ein bisschen Diablo 3, ja, irgendwie schon Let's Playen, glaube ich. Vielleicht schneide ich auch uninteressante Sachen raus. Ja, wahrscheinlich werde ich uninteressante Sachen rausschneiden. Es geht darum, wir spielen ein Hardcore-Hexendoktor ein bisschen hoch, weil Hardcore habe ich noch gar nicht gespielt. Allerdings spielen wir nicht auf Normal, sondern wir fangen mal direkt Profi. Oh. Erst wenn ich Akt 4 abschließe, darf ich Meister spielen. Ich weiß nicht, fange ich direkt mit Profi an? Oder fangen wir schwer an? Ich glaube, wir fangen auch schwer an, bis wir ein bisschen Equipment haben. Wir auf Profi, würde ich sagen. Spiel starten. Und am Ende aller Tage wird das erste Zeichen am Himmel erscheinen. Gerechtigkeit wird über die Welt der Sterblichen kommen. Die Heere von Licht und Schatten werden sich bekriegen auf den Schlachtfeldern der Ewigkeit. Ist alles in Ordnung, mein Kind? Es war nichts, Onkel. Nur ein böser Traum. Wir sollten nach Hause gehen. Aber es gibt noch viel zu tun. Wenn diese Übersetzungen stimmen, könnten die Mächte der Hölle schon aufgebrochen sein. Die Welt muss vor der Finsternis gewarnt werden. Du glaubst mir doch, oder, Lea? Es hat begonnen. Lass das, Onkel. Es ist unwichtig. Ich reise zu Orten jenseits der Vorstellungskraft. Weit weg von den Dschungeln meiner Jugend. Mein Wissen ist sehr gewachsen. Die Leute, sie denken, ich wurde verbannt. Ausgestoßen bis zum Ende meiner Tage. Sie sagen, ich widersetze mich den Geistern. Doch ich sage nein. Ich folge ihnen. Die Geister zeigen nur mir, dass mit dem Himmelsfeuer das Ende kommt. Sie sagen, dass das nicht sein darf. Ich lebe, um den Geistern zu dienen. Deshalb gehe ich. Außer mir folgt niemand dem Ruf. Der Tod liegt schwer in der Luft.
Der gefallene Stern muss nahe sein. So, wir haben bald schon ein Level up durch die ganzen Anfänger. Die Geister sagen mir, zieh los. Such nach der Wiege des gefallenen Sterns. Also bin ich hier. Er ist in die Kathedrale eingeschlagen. Es gab nur eine Überlebende, Lea. Ihr solltet mit ihr sprechen. Hauptmann Runford, da sind noch mehr! Wir können die Tore nicht öffnen, bis wir sie zurückgedrängt haben. Es kommen immer mehr! Wachen, öffnet das Tor! Ich habe noch nie jemanden so kämpfen sehen. Ihr findet Lea im Gasthaus zum geschlachteten Kalb. Okay. Los geht's. Viele Jahre lang hatten die Dorfbewohner viel zu viel Angst davor, in die Nähe der Ruinen der verfluchten Stadt Tristram zurückzukehren. Doch mit der Zeit kamen mehr und mehr Abenteurer, um in der alten Kathedrale nach Schätzen zu suchen. Es wurden so viele, dass man, um sie beherbergen zu können, Neu-Tristram gründete. Heute wird die Stadt nur noch von wenigen Reisenden besucht und hauptsächlich von Handwerkern und Bauern bewohnt. Ihr seid Lea. Der Hauptmann sagt, ihr habt den fallenden Stern überlebt. Das habe ich. Doch er riss meinen Onkel Deckard Cain in die Tiefen der alten Kathedrale. Ich versuchte ihn zu finden, doch die Toten erhoben sich bereits. Ich kam zurück, um die Miliz zu alarmieren, doch... Passt auf, die Verwundeten! Sie verwandeln sich! Für die Wirtschaft ist das der Tod. Sechs Tagen werden wir nun schon belagert. Onkel Deckard wird weiterhin vermisst. Hauptmann Rumford und die anderen verlieren die Hoffnung. Ich sage ihnen, sie sollen nicht aufgeben, aber wenn nicht bald Hilfe eintrifft... Die Toten werden uns überwältigen, wenn niemand etwas unternimmt. Dieses Land ist krank, doch es kann geheilt werden. Hab Dank. Ihr solltet mit Hauptmann Rumford am Tor sprechen. Er kann euch sagen, was zu tun ist. Tristram war einst so ein wunderbarer Ort zum Leben. Meine Familie lebt hier, seit die Stadt aus den Ruinen des alten Tristrams entstanden ist. Aber jetzt? Es ist schrecklich. Die geliebten Verwandten, die wir beerdigt und betrauert haben, bedrohen nun unser Leben. Wagt es ja nicht, einen Finger zu rühren, um den Wagen des Bürgermeisters zu reparieren. Ich habe Marco versprochen, ihn zu beschützen. Hier wieder eine Geschichte. Wir sind endlich bei Tristrams alter Kathedrale angekommen. Hier begann Diablo, Herr des Schreckens, die Menschheit erneut zu verderben. Hier finde ich vielleicht endlich die Antworten, die ich suche. Lea sorgt sich um meine Sicherheit, aber ich glaube, dass ich hier Informationen finden kann, die für den Sieg über die letzten Herrscher der brennenden Höllen unerlässlich sind. 16 Milizsoldaten sind ausgerückt. Na, dann mal schauen. Wie kann ich dabei helfen, die lebenden Toten zu bekämpfen? Ich bewundere euren Mut. Aber Hauptmann Dalton und die Miliz wurden von diesen Dingern abgeschlachtet. Nur ich habe überlebt. Durch ihr Opfer konntet ihr alle weiterleben. Ich werde es ehren. Nun, ich habe euch kämpfen sehen. Erledigt die scheußlichen Mütter und ihre Königin. Sie sind diejenigen, die diese Abscheulichkeiten hervorwürgen. Sie greifen die Barrikaden an!
Ich brauche mehr Zeit. Das ist eine von diesen scheußlichen Müttern. In den Ruinen die Straße hinunter gibt es noch mehr von ihnen. Ich, Deckard Cain, war viele Jahre lang auf Reisen und habe über die seltsamen Kreaturen dieser Welt geschrieben. Doch der Anblick der scheußlichen Mütter verfolgt mich bis heute. Sie sind das, was von Königin Asylas abgeschlachteten Kamazofen übrig geblieben ist, nachdem sie von niederträchtiger Magie entstellt wurden. Jetzt laben sie sich an Leichen und würgen sie wieder als lebende Tote hervor. Bin mal ein bisschen stehen geblieben, weil ich glaube, wir kamen uns immer noch direkt einen Text hinterher. Oder auch nicht. Ich werde nie vergessen, wie ich diese Scheusale zum ersten Mal aus den vernebelten Wäldern schlupfen sah. Unsere geliebten Verwandten und Freunde, vor langer Zeit beerdigt, erhoben sich aus ihren Gräbern und fingen an, die Lebenden anzugreifen. Die auferstandenen Toten waren jedoch nur der Anfang. Würde mir echt super. Oh, da gibt's auch nicht Kisten. Ja, könnte man das rausdroppen. 156% Schaden. Nice. Und sogar noch schneller Angriff. Sehr gut. Ich gucke direkt an, rede ein Leben pro Sekunde. Jawohl. Bisschen Ausrüstung hier finden. Total schlimm, ich habe zuletzt immer Dämonenjäger gespielt. Und er kann durch die Gegend jumpen, um so ein bisschen schneller sich zu bewegen. Das will ich jetzt auch mal machen. Aber das kann ja meine Hexendoktorin gar nicht. Und daran muss ich jetzt immer denken. Sonst rufe ich die ganze Zeit eins und ich habe da nicht mal irgendwann Skill drauf bis jetzt. Während ich in einer Höhle auf Schatzsuche war, wurde ich eines entsetzlichen Anblicks gewahr. Ein Berg Leichen. Unfassbarerweise begannen sie sich zu erheben, während ich sie nach Gegenständen von Wert durchsuchte. Ich muss in Neu-Tristram davon berichten, bevor es zu spät ist. Nee, ich will keine Leichenspinnen benutzen. Ich finde die ekelhaft. Euer Tod! Zack. Das ist Hardcore-Spiel, welche ich natürlich auch nur meine Selbstgefundenheit nutzen können. Aha, und sowas gibt's ja nicht mehr. Oh. Diese Kreatur wird sterben. Okay. Jack mal, Wola, ey. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Das ist nur eins tot. Oha. Ach nö. Perfekt. Blub, 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 blub. Und Handschuh. Sehr gut. Das ist genau die gleiche Hose, die ich schon hab. Jawoll.
Weiß gar nicht, ob ich mit Gold gestartet bin. Ne, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich habe ich schon mal ab und zu mal Hardcore gespielt und ein bisschen Gold zumindest angesammelt. Aber die Charaktere wieder gelöscht oder irgendein Kram. Verehrter Leser, mein Name ist Abd al-Hazir. Abenteurer, Gelehrter und Forscher. Ich teile mein Wissen über diese unglaubliche Welt und deren Kreaturen mit Hilfe meiner aufschlussreichen Schriften. Und das oftmals angesichts größter Gefahr für mich selbst. Vor kurzem war ich in Kanduras und mein Zelt wurde von boshaften Stachelscheusalen durchwühlt. Ich war in der Lage, sie mit meinem Schuh in die Flucht zu schlagen. Doch einem Mann geringerer Kühnheit wäre es weit schlechter ergangen. Ja, meine Zombiehunde beschwören. Jawohl. Den ersten Untergebenen. Nach 20 Jahren kehre ich nach Kanduras zurück. Die Bürde meiner endlosen Fehlschläge und Tragödien lastet schwer auf meinen Schultern. Ist dies die Strafe dafür, dem Fremden bei der Jagd auf den dunklen Wanderer geholfen zu haben? Ich habe Deckard Cain immer für ein bisschen wahnsinnig gehalten. Aber vielleicht hatte er recht. Vielleicht kann er den Schatten bannen, der über mir schwebt. Tja, da warst du aber schon tot, bevor man den Schatten bannen konnte. Stirbt. Irgendwann mal. Um dich. Lass mich doch. Ach. Ja, jetzt kann man doch nicht wechseln. Okay, jetzt kommen die Hunde, ja. Plop, 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 plop. Ruhe. Mhm. 140% Heilung. Aha. Wenn du meinst, dass es 140% Heilung ist? Von 0 auf 1. 140% Heilung. Hm, okay. Braucht mehr Zeit. Mhm, so schlechter, dann darf ich das mal sein. Noch nicht bereit. Mein Geist wächst unermesslich. Häusliche Königin. Nope, nope. Jetzt könnte ich hier anstatt dem die Feuerstelle mal benutzen. Aber hier habe ich einen Slow drauf. Und kostet deutlich weniger, ich behalte das. Hier noch alles durch, bevor ich irgendwo weitergehe. Oh, das ist mir halt krank. Ach, so, ich bin noch so wie Viecher raus, ich vergesse das immer. Alles hier. Jetzt gehe ich zurück, würde ich sagen. Go, go, go. Neue Tristram. Danke für eure Hilfe.
Aber könntet ihr vielleicht ein Wörtchen mit Lea sprechen? Sie will die Idee, ihren Onkel zu retten, einfach nicht aufgeben. Und das sollte sie auch nicht. Ich werde ihr helfen, ihn zu finden. Armschienen habe ich bekommen. Ich habe sogar direkt angelegt, sehr gut. Kommt, lasst uns auf die Suche nach eurem Onkel gehen. Zuerst müssen wir in die Kathedrale gelangen. Die Wachen hatten ihre Tore verschlossen, bevor sie aus dem Hinterhalt angegriffen wurden. Rumford hat mir erzählt, dass sie sich bis zu Adrias Hütte durchgekämpft hatten. Der Schlüssel muss noch immer dort sein. Onkel Deckard hat lange vermieden, hierher zurückzukehren. Für ihn gab es hier zu viele böse Erinnerungen. In Tristram hat Diablo den alten König Leoric in den Wahnsinn getrieben und das Volk terrorisiert. Ich weiß nicht, was genau damals passiert ist, aber was es auch war, es war schrecklich. Fast alle der Überlebenden sind wahnsinnig geworden. Damit ihr auch wisst, was dann später noch passiert. Wie ging Adria ins ungeformte Land ein? Ihr wollt wissen, wie sie gestorben ist? Nun, die Details sind schwammig, aber ich weiß, dass Adria davon besessen war, dem Arkan hinterherzujagen. Sie wusste genau, dass sie niemals ein Kind würde großziehen können. Onkel Deckard glaubt, dass der Wahnsinn und der Schrecken in ihrem Leben sie am Ende eingeholt haben. Hier, lasst mich das Tor öffnen. Adria war meine Mutter, doch ich weiß nicht viel über sie. Sie starb, als ich noch klein war. Und Onkel Deckard hat mich großgezogen. Kanntet ihr euren Vater? Ich habe gehört, er war ein großer Krieger, der starb, als Tristram den Dämonen in die Hände fiel. Ach, Herr Adria. Von der werden wir noch einiges hören. Schaut, ein verborgener Keller. Folgt mir. Dieser Ort ist von Energie erfüllt. Eure Mutter hat ihre Geheimnisse hier versteckt. Die Leute sagten, sie sei eine Hexe gewesen. Aber ich habe ihnen nie geglaubt. Ja, vielleicht hätten wir glauben sollen. Oh, Eis. Ich glaube, hier geht es noch sehr schwierig dazu, aber mögen tue ich trotzdem nicht. Leben. Das ist schon ein bisschen viel. Stürme. Ist der Schlüssel und das Tagebuch meiner Mutter. Das, was ich bisher gesehen habe, erschreckt mich etwas. Ich will mehr über sie erfahren, aber das kann noch warten. Zuerst müssen wir Onkel Deckard retten. Ich werde Deckard Cain finden. Bleibt und deckt die Geheimnisse eurer Mutter auf. Wir brauchen sie vielleicht. Vielen Dank. Elgin ist letzte Nacht zu mir gekommen. Ich ahnte, was sich in seinem aufgewühlten Herzen verbarg. Ich tröstete ihn so gut ich konnte. Dennoch, wohin auch immer er aufgebrochen ist, die Hölle wird ihn verfolgen. Der Schatten droht, Tristram erneut einzuhüllen. Aber wie Aiden werde ich verschwunden sein, bevor es soweit ist. Tja, wie gesagt, von Arthur haben wir noch öfters das hören. Aber ob wir Cain wirklich finden, das würde ich sagen, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Wir werden noch ein paar aufnehmen und würde sagen, bis bald und Dankeschön fürs Zuschauen auf jeden Fall schon mal.